Eine Masse M2 soll mit einem Hammer in den Spalt getrieben werden. Dabei wirken oben und unten Reibungskräfte. Die Reibungskräfte sind endlich groß. Der Stoß ist idealisiert als ein Vorgang, der in einem unendlich kurzen Zeitraum stattfindet, mit unendlich großen Kräften. Deswegen spielen die Reibungskräfte auf die Masse M2 beim Stoß keine Rolle. Die Frage ist, um wie welche Strecke x wird der Klotz M2 verschoben, wenn ich einmal mit dem Hammer dagegen knalle. So, wir haben also einmal einen Impulserhaltungssatz, der in einem unendlich kurzen Zeitraum stattfindet, wo sich die Geschwindigkeit von dem Hammer zum Teil auf die Masse M2 überträgt. Dabei setze ich diese Richtung als positiv an, weil im Prinzip die wichtigen Geschwindigkeiten in dieser Richtung gehen. Und dann kann ich sagen, dass M-Hammer mal V-Hammer ist der Impuls vorher und nachher M2 mal V2 Dach plus M-Hammer V-Hammer Dach. Das Dach heißt nach dem Stoß, also in einer sehr kurzen Zeiteinheit wird die Geschwindigkeit vom Hammer auf die Masse M2 übertragen und in dieser Zeit haben die Reibungskräfte keine Chance einzugreifen. Dann gibt es die Stoßzahl E, die ist gegeben, 0,3 ist das. Und wenn ich diese Stoßzahl mit der Relativgeschwindigkeit, mit der die Teile vom Stoß zusammenknallen, multipliziere, dann kommt die Geschwindigkeit raus, mit der sie sich nach dem Stoß trennen. Wir haben also im Prinzip folgende Annahme. Die Masse M2 geht nach dem Stoß mit einer Geschwindigkeit V2 Dach nach da. Und wir nehmen an, dass der Hammer mit einer Geschwindigkeit V-Hammer Dach nachkommt. V-Hammer Dach kann auch negativ sein, ist wahrscheinlich auch negativ, weil der Hammer ja relativ klein ist. Könnte man ausrechnen, interessiert keinen. So, dann kann ich sagen, V2 Dach minus V-Hammer Dach ist die Relativgeschwindigkeit nach dem Stoß. Die untere Gleichung kann ich jetzt mit M-Hammer multiplizieren und kann beide Gleichungen aufaddieren. Dann habe ich den Vorteil, dass V-Hammer-Dach, was mich nicht interessiert, wegfällt. So, dann habe ich hier stehen M-Hammer V-Hammer mal 1 plus E ist gerade gleich M2 plus M-Hammer mal V2-Dach. Und V-Hammer fällt weg. Mithin habe ich V2 Dach gleich M-Hammer V-Hammer 1 plus E dividiert durch M2 plus M-Hammer. Das Ergebnis 1,56 Meter pro Sekunde. Wenn man den V-Hammer-Dach ausrechnen will, kann man eine der beiden Gleichungen benutzen. Also V-Hammer-Dach wird nicht benötigt, ist aber V2-Dach minus E mal V-Hammer. Und dann kann ich das eben ausrechnen. Das ist die untere Gleichung jetzt V-Hammer-Dach nach links gestellt und das andere nach rechts gestellt. Und V2-Dach waren die 1,56. Minus der Stoßzahl mal V-Hammer und wir bekommen das Ergebnis minus 0,24 Meter pro Sekunde. Das heißt, der Hammer geht in Wirklichkeit nach rechts weg. So, jetzt können wir im Prinzip die Reibungskräfte ausrechnen, die auf das Teil wirken. Wir haben auf diesen Klotz, den wir hier unten haben, eine Normalkraft M1 mal G und hier M1 plus M2 mal G. Da die Geschwindigkeit nach links geht, gehen die Reibungskräfte nach rechts. Das hier ist die Reibungskraft R1, Nü1, M1 G. Hier R2 ist gleich Nü2 mal M1 plus M2 mal G. Unten liegt das Gesamtgewicht auf. Mithin haben wir eine Reibungskraft R1. Also nochmal μ1 m1 g, diese Reibungskraft R1,
sind 588,6 Newton und die Reibungskraft R2, μ2 m1 plus m2 mal g. Und damit erhalten wir 831,9 Newton. Und das können wir zu einer Kraft F gleich R1 plus R2 gleich 1420 Newton aufaddieren. Jetzt können wir den Energieerhaltungssatz anwenden. Oder besser den Energiesatz, denn die Energie geht nicht erhalten, die geht verloren. Und das sagt aus, Kraft mal Weg ist gleich 1/2 mv2 v2 Dach Quadrat. Also die kinetische Energie der Masse m2 wird durch die Reibung aufgefangen. Und Kraft mal Weg ist die Energie, die verloren geht, wenn der Klotz verschoben wird. Und das andere ist die kinetische Energie. Mithin haben wir x ist gleich m2 v2 Dach Quadrat dividiert durch 2f. Dann haben wir also m2 sind die 12 mal v2 Dach hoch 2. Sind wir bei 29 durch 2 durch f geteilt. Und wir kommen dann auf 0,010 und so weiter. Rechnen wir es in Zentimetern um. 10,28 Zentimeter. Eine andere Möglichkeit, das auszurechnen, ich kann eine Beschleunigung definieren, indem ich eben sage, F ist gleich M mal A. A ist dann also F durch M, das ist eine Bremsbeschleunigung. Und damit bekomme ich eine Beschleunigung von 118,4 Meter pro Sekunde Quadrat. Dann kann ich sagen, x2 ist gleich minus A. x, das x immer so rum definiert, ist gleich minus A mal T plus V2 Dach. Das ist also dann die Anfangsbedingung zum Zeitpunkt t gleich 0, hat die Masse m2 die Geschwindigkeit v2 Dach. Das Ganze soll 0 werden. Daraus folgt, die Zeit t ist v2 Dach dividiert durch a. Und dann kann ich das x ausrechnen. Das ist minus a t Quadrat halbe plus v2 Dach mal t. Und das ist dann, wenn ich das einsetze, minus V2 Dach Quadrat dividiert durch 2a plus V2 Dach Quadrat dividiert durch a ist V2 Dach Quadrat dividiert durch 2a. Und wenn ich das a noch einsetze, dann komme ich auf die Formel von oben. Wenn ich jetzt also sage V2 Dach Quadrat dividiert durch 2 und für a f durch m einsetze, dann bin ich bei der Formel, die ich von oben schon kenne. Und das sind 10,28 cm. Schneller geht es mit dem Energiesatz. Hier kann ich auch die Zeit ausrechnen, die ich brauche, bis der Klotz anhält. Und damit ist die Aufgabe fertig. Wir gehen also nochmal aus, was wir gemacht haben. Wir haben erstmal gesagt, dass ein Stoß in einer sehr kurzen Zeit stattfindet. Dass dort der Impulserhaltungssatz deswegen gilt, weil die Reibungskraft unendlich kurz nur Zeit hat zum Wirken. Wir betrachten also einen unendlich kurzen Zeitraum. Endliche Kräfte spielen dort keine Rolle. Deswegen gilt der Impulserhaltung. Die Stoßzahl sagt aus, die Relativgeschwindigkeit, mit der die Körper vorm Stoß zusammenknallen, ist die Relativgeschwindigkeit, mit der sie sich nach dem Stoß trennen. Die Geschwindigkeiten V2 Dach, VH Dach werden in beliebiger Richtung angenommen. Und können dann ausgerechnet werden. Dabei stellt sich heraus, dass der Hammer nach rechts weggeht. V2 Dach ist die gewünschte Größe, die ich haben möchte, also die Geschwindigkeit des Klotzes, unmittelbar nachdem ich mit dem Hammer dagegen gehauen habe. Und die wird jetzt durch die Reibungskräfte aufgesogen, was ich entweder mit dem Energiesatz, nicht den Energieerhaltungssatz,
ausrechnen kann, wobei die verlorene Energie Kraft mal Weg ist und die wird gleich der kinetischen Energie gesetzt. Das Ganze wird nach x aufgelöst und die Kraft bekommen wir, wie gesagt, raus als Summe der Reibungskräfte. Oder wir können eben die Beschleunigung ausrechnen, die natürlich der Geschwindigkeit entgegenwirkt, können das einmal integrieren, können die Geschwindigkeit zu Null setzen, bekommen die Zeit raus, können nochmal integrieren und bekommen dann den Weg raus.